unterwegs nach Straßfeld zur Kirchturm-Challenge. Während der Corona-Lockdowns durfte man teilweise die Region nicht verlassen. Da kam in unserem Forum die Frage auf, ob man Langstrecke quasi auch immer um den Kirchturm herumfahren könnte. Natürlich gab es genug Verrückte, die das als Aufforderung verstanden haben. So, jetzt bin ich auf meiner ersten Runde und schaue mal, wie lang sie ist. Es wäre viel zu einfach, nur um einen Kirchturm herumzufahren. Eine Runde ist höchstens 5 Kilometer lang, der Kirchturm wird umkreist und muss von der Strecke aus zu sehen sein. 200 Kilometer müssen so in einem Limit von 12 Stunden gefahren werden. So, hier vorne bin ich jetzt genau eine Runde gefahren und ich habe jetzt hier 4,6 Kilometer. Und das ist natürlich fein, weil damit wird es so abwechslungsreich wie möglich. Im Vorfeld habe ich mir Gedanken gemacht, wie man so eine Aufgabe angehen könnte. Es ist zum Beispiel von Vorteil, im Uhrzeigersinn zu fahren. So biegt man öfter rechts ab, kreuzt dadurch weniger Fahrspuren und hat Vorteile an Einmündungen oder Kreuzungen. Auf dem Land ist die Verkehrssituation entspannter als in der Stadt, man sollte aber nicht nur an Autos denken. Spaziergänger, andere Radler oder Tiere erfordern auch Aufmerksamkeit. Wenig Steigungen, stumpfe Abbiegungen und gute Asphaltqualität sorgen für konstante Geschwindigkeiten. Nach 10 Runden habe ich 46,5 Kilometer, sprich eine Runde ist 4,65 Kilometer lang. Das bedeutet, dass ich für die 200 Kilometer gute 43 Runden fahre. 50 Kilometer gefahren, genau 2 Stunden, und zwar brutto wie netto. Ha! 20 Runden, genau 93 Kilometer, 3 Stunden und 40 bin ich unterwegs, und zwar brutto wie netto. Genau 100 Kilometer, in 3,59 netto und in 3,59 brutto. Ich habe noch kein einziges Mal den Fuß auf den Boden gesetzt hier. In den letzten 100 Kilometern. Das ist natürlich eine coole Übung. Aber jetzt gleich muss ich mal irgendwo einen Pitstop machen. Ich habe 2,5 Minuten gerade gestanden. Wirklich ein ganz kurzer Stopp. Ich wollte nur mein Essen hinten rausholen, um jetzt eine kurze Mittagspause zu machen. Ja, ich habe natürlich ein Leberwurstbrot dabei. Und bin jetzt bei Kilometer 109. Ja, und fahre jetzt einfach mal weiter beim Essen. Kann man so machen, wenn man nicht unbedingt eine Pause mal für die Beine braucht. Denn da fahre ich lieber beim Essen etwas langsamer weiter, als dass ich stehe. Denn selbst wenn man langsam fährt, verliert man halt keine Zeit. 20 vor 3. Habe 144 Kilometer hinter mir. Höchste Zeit, euch mal mit auf eine Runde zu nehmen. Wer nun denkt, dass die Kirchturm-Challenge völliger Blödsinn ist, der hat vermutlich recht. Man kann ihr aber auch Positives für das Long-Distance-Cycling abgewinnen. Fast ununterbrochen zu fahren, optimiert die Bruttozeit. Das hilft sowohl bei Brevets als auch bei Rennen. Vor allem ist diese Challenge aber eine mentale Übung. Man muss die Konzentration trotz Langeweile hochhalten und die Eintönigkeit besiegen. Wer nach 4 Stunden über die verbleibenden 4 Stunden nachdenkt, bekommt einen Schlag in die mentale Magengrube. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber es sind jetzt noch 46 Kilometer und das bedeutet genau 10 Runden. Also, der Countdown läuft.
hier wieder am Ortseingangsschild von Straßfeld. Und gerade schlägt mein Tacho auf 200 um. Das ist wunderbar, damit habe ich diese seltsame Challenge auch geschafft. So, das war die Kirchturm-Challenge. 200 Kilometer immer um den gleichen Kirchturm rum ist doch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Die 200 Kilometer in 8 Stunden 20 brutto, 8 Stunden 16 netto, also 5 Minuten habe ich gerade mal irgendwo gestanden in den 200 Kilometern. Ja, das ist schon eine ganz gute Übung, ne? So, 17.13 Uhr haben wir. Ich nehme jetzt Kurs auf die Heimat und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, Kanal abonnieren, ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Freue ich mich am meisten drüber. Oder wenn ihr Fragen habt, unten einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.